Also alles hat begonnen, indem uns die Margit Bachschwöl von der Suchtprävention im Herbst gefragt hat, ob wir Lust hätten, ein Projekt miteinander zu machen, ein Theaterprojekt, das das Thema Sucht auf andere Art behandelt und das ein Peer-Projekt ist. Das heißt, es war von Anfang an die Idee, dass Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung für Jugendliche spielen. Und auch, dass man die Zielgruppe mischt, das heißt, dass man eben Jugendliche jeglichen Alters irgendwie auch auffängt, ab 16 plus bis 25, dass man das in Unterkünften für Flüchtlinge spielen kann, dass die Leute dann vielleicht einen direkteren Bezug haben auch zu den Spielerinnen und dass das Stück ein Gespräch über Drogen und Sucht und Ängste mit Drogen oder Fragen zu Drogen so initiiert. Das war so der Startschuss im Herbst. Und dann haben wir im Februar oder März erste Tryouts gemacht. Das waren quasi offene Stunden, wo wir ungefähr 40 Leute hatten, die gekommen sind, mal sich angeschaut haben, wie wir arbeiten, was wir machen und ob sie Lust drauf hätten und auch Zeit. Und dann hat sich diese Gruppe herausgebildet, jetzt von 9 Leuten, die so der harte Kern sind, die jetzt noch mit dabei sind. Ja, das war mehr, we didn't really tell them how we wanted to work, but I think we showed them how we wanted to work. So it was mainly learning or knowing each other by doing. So it was, we didn't tell them, okay, we want to do a project and this is our idea and blah blah blah, but we started to play and to try out different things with them all together, and then always together try to find the right way how to work together. Und unser Hauptausgangspunkt war eigentlich waren zwei Fragen. War eigentlich, wie bewegen dich Drogen? Also wir wollten wirklich einen, ja, wie bewegen sie dich in wirklich einem physischen Sinn? Also was macht LSD mit einem? Wie ist man dann da körperlich drauf? Oder wie ist das nach dem Ecstasy und wenn man noch immer diese Nervosität, dieses Kribbeln spürt? Also wie bewegen dich Drogen? Und also die zweite Frage. It was why, what can bring you to take drugs? Yeah, what can bring you to take drugs and how do drugs move you? Yeah. Yeah. Also die Gründe, warum man Drogen nehmen kann, will und wie sie einen bewegen. Yeah. Und das heißt, wir sind immer vom Körper ausgegangen und immer von, wir haben immer versucht, einen physischen Ausdruck von der Droge zu finden, der in manchen Situationen wahrscheinlich überzeichnet ist. Wir haben versucht, so auch zu schauen, inwieweit können sie an Extreme gehen, an ihre körperlichen Grenzen und an den Ausdruck. Und auch, was sind die Themen, die sie beschäftigen im Umgang mit Drogen oder die sie mitkriegen? Welche Ängste, welche Fragen haben sie da? Ja, aber das war mehr psychologisch. Nein, genau. Ich glaube, das ist einfach, weil wir kommen beide vom Bewegungstheater und mehr von, ja, vom Tanz. Und es war uns irgendwie wichtig, dass das Stück einen emotionalen Effekt hat ans Publikum. Das heißt, dass das Publikum irgendwie dadurch bewegt und irritiert ist, was sie da sehen, aber mehr auf einer Gefühlsebene, die passiert und die man nicht irgendwie im Kopf logisch erklären kann. Als eben, dass man das irgendwie so logisch erzählt, weil wir wollten kein Aufklärungsstück über Drogen machen. Ja. Das war, glaube ich, auch super für uns, dass eigentlich Lisa und auch Margit beide, also ISP, das Institut für Suchtprävention, sowie auch Dialog, wirklich versuchen, nicht zu sagen, Sucht ist schlecht,
sondern Sucht gibt es, und Sucht gibt es aus vielerlei Gründen. Und eine Sucht ist nicht immer nur ein individuelles Problem, sondern ein gesellschaftliches und ein soziales Problem. Und warum gibt es das und wie kann man damit umgehen? Aber nicht, dass man sagt, so jetzt, niemand darf mehr Drogen nehmen, oder, sondern eher, dass man ins Gespräch miteinander kommt und schaut, ja, ja, this was das alles ausmacht. This is also, I think, where the title comes in, no? Yeah. The doses, because I think that what we found really interesting about their way of working, of Lisa and Margit, was the fact that they don't have this attitude like drugs or to be addicted is something bad, but it's mainly how to understand. So what's your way to deal with drugs, mm-hmm. No? How can you have a happy and normal life, let's say, maybe, I don't know, also taking drugs, for example. And so this is the question, was ist deine Dosis? Mm-hmm. No? Mm-hmm. Und wann wird eine Dosis auch zu viel, dass du eben nicht mehr damit umgehen kannst, ja. Zum Beispiel auch. Ja. Also, genau, das war dann irgendwie, wie sich die Fragen haben sich dann so weiterentwickelt, auch in Richtung, wann wird Genuss zur Sucht, was sehr schwierig war, auch irgendwie körperlich auszudrücken oder zu finden, mhm. wann das passiert. Ja. Das war super. I think it was really beautiful and to see how they really trusted us from the beginning, and this was really a gift, and also how they integrated themselves between each other in the group in a really smooth way. So there was never question about who is a refugee or who is not. It was just a group. Normal group, where everybody's different, and and then I think that we asked them some questions that we developed thinking about the theme and working with them in a physical way. So, for example, there is this topic about fear, angst, and this came out because we thought that maybe this can be one of the reasons why maybe you start to take drugs, no? To escape the reality somehow. So then, actually, we just asked them if they wanted to write a short text about their fears. And they were so open and so honest that really so many things came out, no? Mm-hmm. In a really spontaneous and sincere way. Aber es ist schon mit der Zeit gewachsen. Also ich kann mich erinnern, yeah. Wie wir das zum ersten Mal gemacht haben mit, sie sollen einen Text über ihre größte Angst schreiben, und dann wollten wir es in eine Übung dazu bringen mit Bewegung, da wollte dann niemand seinen Text lesen. Ja. Und wir haben nicht gewusst, warum, und dann haben wir einfach improvisiert und einfach gesagt, okay, dann erzählt uns über euren Tagesablauf oder so. Und dann zum Schluss haben wir gefragt, die Leute, die halt wollen, können uns ihre Texte geben, nur für uns, ganz anonym, damit wir sie kennen. Und dann war uns bewusst, warum eben, weil die so ehrlich waren und so, also die Ehrlichkeit hat wirklich berührt, dass sie zu sich selbst so ehrlich sind, was ihre Ängste sind, und dass sie das auch mit uns geteilt haben, indem sie uns den Text gegeben haben. Ja. Und dann hatten wir einen Text, den wir oft verwenden, der von jemandem geschrieben worden ist aus der Gruppe, wo es um Abschiebung geht, was auch eine große Angst ist und was auch ein Thema war, wo wir schon öfter darüber gesprochen haben. Das war total heftig, wie der Text zum ersten Mal gelesen wurde, waren wir alle total perplex und eigentlich auch berührt. Und da haben wir dann spontan gesagt, okay, jetzt schreien wir und laufen wir und sind gegen die Wand gelaufen und haben einfach alles rauslassen, weil also da ist die Luft wirklich gestanden im Raum, weil das war schon heftig. Und da haben
die Mädels aus Österreich dann schon gesagt, das sind halt Ängste, die kennen sie nicht, weil es ist so was Essentielles und sowas, da geht es halt wirklich um Leben und Tod. Mhm. Sowas kennen sie nicht. Und ich glaube, das war voll der wichtige Punkt im Prozess. Ja. Und dass wir auch immer gesagt haben, okay, alle Texte gehören an uns allen. Also wenn das für alle okay ist, dann nehmen wir den Text und verändern ihn oder alle sprechen den Text. Also dass es nicht so darum geht, eine Person auch irgendwie auszustellen, sondern dass die Gruppe den Text trägt und unterstützt. Yeah, and also the way to approach the text, no? That we never use it, we didn't build a character, for example, or a real and concrete situation to tell the text, but always in an abstract way and always playing with the movement. Mm-hmm. So how to overlap different layers of work. Mm-hmm. And this, I think, helped us also to give more the material. It's more deep, like this. Und ansonsten, also es war natürlich, es gab schon Momente, die, auch wenn sie erzählt haben, dass das jetzt Bekannte von ihnen oder Freunde und Familie von ihnen jetzt kurz vor der Abschiebung sind oder gerade abgeschoben werden, die dann schon sehr betroffen machen. Und es ist also das Einzige, was wir machen können, ist eh zuhören. Und es ist schön, wenn sie drüber reden wollen. Und manche wollen dann auch drüber reden. Und für andere ist es dann irgendwie einfach nur gut, so 2 Stunden lang abzutanzen und zu schreien und verrückte Sachen zu machen. Und dann gehen sie raus und sagen, jetzt geht's mir besser. Mhm. Also, ja. Well, a lot of moments. Also dieser Moment, den ich schon beschrieben habe, nachdem dieser eine Text von der Abschiebung das erste Mal vorgelesen worden ist, der war für mich wirklich heftig auch. Ja. Und ich war dann total erleichtert und auch irgendwie froh darüber, dass wir diese spontane Eingebung hatten, okay, irgendwie das ist jetzt für uns alle so heftig und dass wir das einfach rauslassen, die ganze Wut oder Angst oder Aggression, die man da auch hat gegenüber dem System oder allem. Und dieses gemeinsame Schreien hat dann so gut getan. Das war wirklich ein starker Moment für mich. Aber ich glaube, für mich ist es auch so der Prozess, der so spannend war, weil ich wirklich froh bin darüber, wie offen sie jetzt mit Bewegung umgehen und wie viel sie sich selbst jetzt auch irgendwie trauen, sich zu bewegen und auch mal anders zu bewegen und ja, irgendwie sich trauen, auch da zu sein und einfach Sachen auszuprobieren und zu machen. Also das fand ich, da haben mich manche wirklich sehr überrascht im Prozess, die anfangs sehr schüchtern waren und die jetzt voll aufblühen. I mean, for me, what was really rich also is all the different things and topic and attitudes that they brought inside the space and inside the process. Because, of course, everybody has different fears and for sure different background. But then there, I think that in the piece, for example, there are moments that are really touching and that they come from everywhere. Yeah. There is no, I mean, there is also a text which is really existentialist and which is also really strong, for example, no? So. Deutsch? Ein bisschen, aber. Das ist nicht genug. Zu viel. Das ist schwer. Also ich glaube, worin worin ich mich bestätigt gefühlt habe oder was wirklich sehr gut getan hat, war
Wir wussten von Anfang an, wir wollen ganz körperlich arbeiten, wir wollen sehr abstrakt an das Thema rangehen und eben diese emotionale Ebene hervorholen, aber durch Assoziationen oder durch etwas, was plötzlich kommt, und sehr intuitiv arbeiten. Und das ist nicht immer einfach, weil oftmals eben gibt es eine Idee von Theater und von Tanz, die auch in Köpfen von Laien drinnen ist und die sehr eng ist, wo man sich dann immer so an Logik oder Rationalität auch versucht anzuhalten, damit man spielen kann. Und ich fand, die Gruppe war so offen uns ja. gegenüber und hat uns so sehr vertraut, auch in unserer Arbeitsweise und in unseren Vorschlägen, die wir gebracht haben, dass sie nie hinterfragt haben, warum machen wir das jetzt ja. so. Und das war irgendwie schön zu sehen, dass wir so klar waren in dem, was wir wollen, und dass sie das auch so stark respektieren ja. und uns da unterstützen. Und da war auch wirklich schön, weil es war ja eigentlich ein Experiment, wie das auch funktioniert mit Dialog in Suchtprävention und uns als Künstlerinnen. Und es gab dann eben auch einen Workshop, der inhaltlich war zu Drogen, wo sie Fragen stellen konnten und ja, mehr Wissen über Drogen auch erfahren haben. Und für ein paar war dann danach so, ah, cool, das ist, deshalb bewegen wir uns deshalb so. Oder ja. das ist die Idee, das und das zu machen. Und das hat sich dann wirklich gut zusammengeschlossen, diese zwei Ebenen. Und bei uns, es war ja eigentlich in der Gruppe so, dass es wenig Erfahrung konkret gab jetzt mit Drogen, sondern mehr Fragen und Neugierde, was das so ist. Und das hat man schon gemerkt, dass das irgendwie ja, durch die Offenheit in der Gruppe gut rauskommt. Und dass sie sich trauen, was zu fragen. Also auch so, ja, es kommt jetzt nicht die Polizei, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber weil das ist schon im Hinterkopf, weil wenn man dieses Interviewverfahren von Asylwerbern und Polizei und so, es gibt keine richtige oder falsche Frage da jetzt. For me, but there are a lot of moments that for sure I will bring with me. But in general, I was really touched about, in general, about the process, because I really felt that we give each other a lot. We gave each other a lot. And I really felt that there was this huge trust from them, but also from us, of course. And a lot of time we were able to create this space, which is not so easy to find in real life and time, where we could look for something together, something that we didn't even know what it is. So you don't even know which is the goal, but you give you time and energy to try and try to find something. And this was really beautiful. Yeah, and also to be crazy together. Yeah. Yeah, and to have fun, and to laugh, and to jump, and to... Yeah. Ich freue mich schon sehr, wie das jetzt ist, wenn wir dieses Stück wirklich über Jahre spielen können. Ich bin gespannt, wie die Gruppe zusammenhalten kann, also auch wer hier bleiben kann in Österreich, oder auch wie sich also alles verändert im Laufe der Zeit und wie das auch wachsen kann im Spielen. Also ich bin jetzt wirklich auf das Publikum gespannt und auf die Reaktionen. Wir hatten zwar ein Testpublikum mal da, aber das waren hauptsächlich Erwachsene, und die reden dann irgendwie wieder anders über Stücke, und ja. Jugendliche, wenn die das scheiße finden, dann finden sie es auch scheiße, und dann merkt man das sofort. Ja. Und auf das freue ich mich jetzt schon. Oder wenn sie es gut finden, dann lachen sie oder reagieren. Und auf das freue ich mich echt. Ja, ich auch. Also to feel and to see this exchange between them and the audience, which are the same age and... Die Fliege war blöd. Ja, Fliege fertig für heute? Ja. Ja.
Okay. Yeah.